Willkommen zum Marktüberblick mit Chris Zwermann von Zwermann Financial. Damit gleich schönen guten Tag nach Frankfurt. Herr Zwermann, wir sind ja gerade in einer Phase von großen Unsicherheiten, um es mal fast noch harmlos auszudrücken. Der DAX, da rappelt so richtig gerade. Und diese Unruhen sind ja in erster Linie zurückzuführen auf das Marktgeschehen in China. Deswegen beginnen wir auch gleich mal da mit der Währung. Der Yuan hat ja deutlich abgewertet, auch hier zum Dollar. Mit welcher Entwicklung rechnen Sie da insgesamt in diesem Jahr? Ja, wunderschönen guten Morgen. Erstmal alles Gute im neuen Jahr für Sie und natürlich auch für alle Zuschauer und viel Erfolg an den Märkten, wo ja im Moment, muss man sagen, alles billiger wird. Und in Deutschland ist man ja gewillt, wenn etwas billiger wird, dann auch etwas zu kaufen. Das heißt, an der Stelle hat man beim DAX hier wahrscheinlich demnächst einige Möglichkeiten. Ganz ernsthaft gesagt, fällt der DAX im Moment tatsächlich deshalb, weil wenig Käufer da sind und nicht, weil so viele Verkäufer da sind. Es ist immer ein Markt, der etwas gefährlicher ist. Um auf die Gründe zu kommen, Sie haben es schon angesprochen, natürlich China ist eine der Hauptgründe, aber auch da nicht so unerwartet von dem, dass, was wir hier sehen, das ist aus meinem Jahresausblick 2016 die Erwartung, dass China seine Währung abwerten wird und hauptsächlich gegen Dollar. Jetzt muss man sich überlegen, diese obere Kerze, das ist also der Januar und das ist bis jetzt ungefähr 1%. Also man hat um 1% abgewertet. Der Euro hat letztes Jahr oder davor um 30% abgewertet, der Yen um noch viel mehr. Was China hier macht, man wehrt sich gegen diese allgemeine Abwertung der anderen Währungen und dann entsteht ein Riesengewitter oder Erdbeben auf der ganzen Welt. Das ist das Problem. Nichtsdestotrotz ist es etwas, was im Moment extremst beachtet wird, natürlich, weil auch Kapital, der Yuan wird abgewertet, aus China abfließt und deswegen auch der unheimliche Druck im Moment in den chinesischen Aktienmärkten, die ja immer wieder nach 7% Verlust angehalten werden. Diese Regelung gibt es übrigens auch in den USA. Also China ist einer der Faktoren, warum die Märkte so etwas erschüttert sind. Aber ich glaube, es gibt noch wesentlich mehr. Zweites ist der Yen-Festigkeit. Das dritte ist sicherlich der Ölpreis, der jetzt auch auf dem Niveau von 2008 gelandet ist. Also auch eine Ebene, die wahrscheinlich in den nächsten Tagen sehr viel Beachtung finden wird. Dann schauen wir jetzt weiter mal auf die Gründe. Sie haben gerade auch den Yen angesprochen. Wenn wir auf das Währungspaar Dollar-Yen mal schauen, dann auch gleich in Korrelation zum Nikkei. Wie sieht es da aus? Was kann man da ablesen? Ja, es ist halt so, wir sehen seit Jahresanfang eine sehr starke Erholung des Yen. Der Dollar-Yen ist also im Grunde genommen schon von weit über 120 jetzt auf 118 gefallen, kann noch mehr werden. Und jetzt könnte man anstatt des Nikkeis hier natürlich auch den DAX hinzeichnen, man könnte auch den Dow Jones hinzeichnen. Es wurde weltweit, ganz speziell in 2013, 2014 im Nikkei, im Yen finanziert. Jetzt führt man das zurück. In dem Moment muss man sozusagen das, was man gekauft hat, auch verkaufen, in dem Fall den Nikkei oder auch den DAX. Und das ist mithin der Grund, warum dieses sozusagen Verkaufen aus dieser Währungsbewegung heraus resultiert. Auch das ist etwas, was man sozusagen in dem Rahmen erwarten konnte, weil der Yen sich im Moment auch fundamental befestigt. Also Japan hat wieder eine positive Handelsbilanz und insgesamt kauft man also an dieser Stelle mehr Yen. Wenn wir jetzt auf das Gesamtjahr schauen, wie kann sich da das Währungspaar Dollar-Yen entwickeln? Wird der Trend anhalten? Ja, also man muss befürchten, könnte man fast sagen, dass der Yen sich um einiges befestigt. Ich habe das auch mal hier aufgezeichnet aus meinem Jahresausblick. Es geht jetzt an dieser Stelle erstmal darum, sehen hier die erste rote Kerze, die da fällt. Das ist nicht so, dass das dramatisch permanent nach unten gehen wird, aber es wird sukzessive nach unten gehen. Das heißt also mit anderen Worten, hier gibt es auch sukzessive einen gewissen Einfluss. Aber wenn wir erstmal in Richtung 116 gehen, innerhalb der ersten 3 Monate und dann wieder eine stärkere Erholung machen, das heißt also angenommen, wir kommen bei 118 an, wo wir jetzt schon sind und erholen uns auf 122, dann werden Sie sehen, dann werden die Aktienmärkte sich damit auch wieder erstmal in dieser Bewegung mit erholen. Aber ganz generell auf die längere Sicht hin für das Jahr 2016 wird der Yen und die Yen-Erholung eine gewisse Belastung bleiben. Dann kommen wir jetzt zu einer weiteren Korrelation von Index zu Währung, nämlich wir schauen auf das Währungspaar Euro-Dollar im Vergleich zum DAX. Wie sieht es denn da jetzt aus?
Ja, ich habe also jetzt mal den Versuch gemacht, an dieser Stelle für 2016 eine komplette Annahme zu machen, wie DAX verlaufen könnte und wie der Euro verlaufen könnte und aus welchen Gründen. Und man sieht, der Euro würde sich an dieser Stelle permanent erhöhen, aus zwei Gründen. Erstmal in einer Phase, jetzt, in der wir jetzt sind, im Grunde genommen eine Konsolidierung an den Aktienmärkten, eine Konsolidierung beim Euro. Das heißt, der DAX wird nicht permanent fallen und auch der Euro nicht permanent steigen. Drei Monate in etwa Konsolidierung. Danach sehen wir, dass der Euro stärker steigt, was da heraus resultiert, dass man auch Euro-Finanzierung, was man beim Yen auch macht, zurückführt. Und das wird für eine längere Durststrecke im Laufe des Sommers an den Aktienmärkten sorgen und auch beim DAX. Die eigentliche, sozusagen das Feuerwerk entsteht dann erst, nachdem die Amerikaner die Zinsen angehoben haben, vielleicht auf 1%, dass ich davon ausgehe, dass man im Sommer in der Juli-Sitzung eigentlich schon in Amerika die Zinsen wieder senken wird und dann der Euro verstärkt steigen wird in Richtung 1,20, 1,25, aber dann mit einem positiven DAX, der dann von Ebenen in etwa vielleicht von 9.000, vielleicht auch etwas drunter, in Richtung fast 13.000 steigen kann. Also das sind jetzt die Annahmen hauptsächlich von dem Verlauf her, ob das jetzt 200 Punkte höher oder tiefer bei den einzelnen Rändern ist, das ist eigentlich nicht so gravierend. Dann schauen wir jetzt nochmal ausführlich auf die beiden einzelnen Basiswerte hier. Also zunächst mal auf das Währungspaar Euro-Dollar. Sie haben gerade gesagt, Sie erwarten einen stärkeren Euro gegenüber dem Dollar. Wie genau sieht das Bild da aus? Ja, im Moment sehen wir ja, dass das, was die Zentralbanken machen, wesentlich weniger Effekt hat. Also wir haben ja gesehen, dass der Herr Draghi an dieser Stelle mal versucht hat, noch mehr Carry aufzubauen. Und da unten sehen wir, da waren wir da bei 1,05 etwa und sind bis 1,10 angestiegen. Das heißt also, es hatte keine Wirkung mehr von der Draghi-Seite her. Und dann sehen wir da über Wochen und dann auch die wirkliche Tat der Amerikaner, die Zinsen anzuheben. Und es hatte auch keine große Wirkung mehr. Also bei mir läuft das unter dem Motto Grenzen der Zentralbanken. Das zählt auch für den Yen und auch hier für den Euro. Das heißt, der Euro wird dann anderen Faktoren ausgesetzt sein. Das heißt also an dieser Stelle, wo die Aktienmärkte etwas unter Druck sind, so wie auch jetzt, wird der Euro nicht zwingend weiter fallen, wie das viele annehmen. Deswegen glaube ich auch, dass wir beim Euro von den Exporteuren her im gewissen Rahmen etwas vorsichtiger sein müssen. Wenn der Euro ganz kurzfristig sieht, das ist jetzt der gestrige Tag, beinhaltend 1,0725 und ein bisschen tiefer das Tief. Das heißt, von der Reaktion her wunderbar gemacht. Aber wir sehen auch hier, wenn wir von unten nach oben kommen, sind wir dann schon bei 1,10 mit ganz dicken Widerständen. Also das heißt, der Euro bleibt in einer gewissen Konsolidierungsphase, wird aber für meine Begriffe nicht irgendwie nach unten wegbrechen. Und dann schauen wir gleich weiter, schauen wir auf den DAX. Da haben Sie auch gesagt, 2016 erst ab Sommer oder Spätsommer wird es da wieder deutlich positiv werden, weil es mit einer Zinssenkung rechnen der US-amerikanischen Notenbank schon wieder. Wie genau sieht das Bild da aus? Ja, auf der kurzfristigen Ebene, da wo jetzt im Moment alles so ein bisschen panikt, glaube ich, muss man sich mal da ja orientieren, wo wir uns befinden. Und das heißt, wir sind hier in diesem großen Dreieck Konsolidierung zwischen diesen Trends. Der Aufwärtstrend kommt bei 9.650, der kommt immerhin von 2012. Und von oben runter her, von dem Top vom letzten Jahr her, sind wir bei 11.300. Also das ist die Marge, wo ich sagen würde, da werden wir uns erstmal aufhalten für die nächsten Wochen. Ich glaube nicht, dass wir nach unten wegbrechen. Man könnte also an dieser Stelle vielleicht auch überlegen, wo man kauft, wenn man also kaufen will. Also ich bin ja der Meinung seit Jahresanfang, dass man abgesichert sein muss. Wenn man das auf dem Tageschart sich ansieht, dann kann man also an dieser Stelle schon direkt sehen, wo wir heute hinkommen werden. Also wir sehen hier den Rückgang von oben von 11.430. Da sind wir bei 9.825, 76,4% von dieser Aufwärtsbewegung wäre ideal. Rein von den Zeitabläufen her wäre es ideal, wenn das, sagen wir mal, morgen Abend erreicht würde und wir nächste Woche dann eine gewisse erste Erholung machen. Dann schauen wir jetzt mal weiter. Schauen wir nach Spanien, da auf den Leitindex. Wie sieht es da aus? Wie kann es da weitergehen? Warum haben Sie Spanien rausgesucht? Naja, es geht ja auch so ein bisschen um die Peripherie. Im Moment innerhalb Europas, in Spanien, sind die Fundamentaldaten wesentlich besser geworden. Wir haben jetzt einen sehr starken Rückgang der Arbeitslosigkeit sogar gesehen und trotzdem wird der Markt verkauft. Auch hier
die Technik 9200, wo wir jetzt drunter sind. Das heißt also, die Gefahr besteht, dass wir erstmal bis 8200 etwa fallen und dann würde es eine Erholung geben. Es kann eigentlich schon in den nächsten Tagen sein. In Italien ist das auch etwas gefährlicher geworden. Also was ich damit sagen will, ist, dass es nicht nur der DAX ist, der ja sonst insgesamt in Gefahr war oder stärker in Gefahr war, weil der natürlich von den Ausländern intensiver gekauft wird und weil auch mehr Exporteure drin sind. Aber wie gesagt, der Euro, der im Moment nicht so nach oben hin weggehen wird oder nach unten hin durchfallen wird, da ist der Einfluss auf die Exporteure nicht so da. Also Spanien bei 8200 eher in Kauf und hier natürlich logischerweise unter der 9200 ist das technisch schon ein größeres Risiko. Dann schauen wir auch noch in die USA. Auch da natürlich alles auch unter den Turbulenzen jetzt aus China gerade. Auch da sind wir unter eine psychologisch wichtige Marke gefallen zum jetzt Mitte der Woche. Wie sieht es da aus weiter? Ja, die USA sehen ja schon seit längerer Zeit relativ schlecht aus. Also sie haben das letzte Jahr mit Minus abgeschlossen und sind eigentlich auch jetzt hier an dieser Stelle in das neue Jahr gestartet mit gleich unter die 200-Tage-Linie. Jetzt an den Retracements hier im Dow Jones bei 16.700 etwa. Ich denke, dass wir es heute brechen werden. 15.800, da auch eine Ebene, sagen wir mal, bis Freitagabend. Der Faktor ist an dieser Stelle auch da, Zinsanhebung. Und wenn morgen, also am Freitag, relativ gute Arbeitsmarktdaten rauskommen, dann wird man natürlich sofort über die Januarsitzung reden der Federal Reserve und wird dann die nächste Zinsanhebung erwarten, was diese Märkte, also speziell in den USA, eigentlich gar nicht vertragen können. Also ich halte das Risiko in den USA sowieso für wesentlich höher, auch weil die Konjunktur das nicht ganz so trägt und auf der anderen Seite die Zinsanhebung natürlich dort bremst. Abschließend noch, wir haben noch knapp 45 Sekunden, Herr Zwermann. Ein Blick auf den Goldpreis. Was erwarten Sie da 2016? Sind die Bären weiter im Vorteil? Ja, man sieht ja im Moment schon, dass sie so ein klein bisschen Fluchtbewegung erleben, und also das heißt in das Gold. Und das ist so meine Erwartung hier, was man sieht für das Gold für das Laufe des Jahres. Auch da kein wirklich erst im Jahresanfang großer Trend. Wir sehen diese Erholung, die ich da auch erwarte. Wir werden nochmal zurückkommen auf 1.000 Dollar und bei 1.000 Dollar könnte man dann für eine Jahresinvestition kaufen. Also von der Seite her auch da nicht unbedingt die Panik bekommen, dass es jetzt sofort nach oben wegläuft. Brett Küst-Zwermann von Zwermann Financial. Vielen Dank nach Frankfurt, Herr Zwermann. Schönen Tag Ihnen. Ja, wünsche Ihnen auch. Vielen Dank. Soweit der Markt- und Jahresausblick mit Chris Zwermann. Danke fürs Zusehen.